Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 8. Mein Herz spricht aufrichtige Worte, und meine Lippen reden lautere Erkenntnis. Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Hiob, Kapitel 33, Verse 3 und 4. Niemand wagte, die beiden Engel aufzuhalten, als sie mitten in der Nacht durch den Gästetrakt im dritten Geschoss des Himmels schritten. Aufgrund der späten Stunde waren ohnedies nur noch wenige Personen auf den Gängen unterwegs. Sobald sie erst einmal die Herzleitung und den belebteren Mittelbereich der Feste hinter sich gelassen hatten, wurde es beinahe gänzlich menschenleer. Und die wenigen, denen sie begegneten, zweifelten nicht daran, dass die kleine Michaelitin und der gedrungene Gabrielit in ihrer Begleitung schon wissen würden, was sie taten. Sicher, der ein oder andere wunderte sich über die schwingenbewehrte Eskorte, die blonde Beutereiterin flankierte. Aber niemand sprach das seltsame Trio an. Schließlich erreichten die drei einen der größeren Gästeschlafsäle. Vor der Tür hielten sie inne. Danke, dass du Irene hier heruntergetragen und uns bis hierher geleitet hast, Adoniel. Irene zuliebe sendete Ariel nicht, obgleich ihr das viel lieber gewesen wäre. Aber jetzt kannst du ruhig wieder nach oben fliegen und dich ausruhen. Ich komme schon allein klar. Bist du sicher? Brummte der Gabrielit. Ganz sicher. Ariel schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und Adoniel wandte sich ohne ein weiteres Wort um und stapfte davon. Nun, Irene, wandte sich die Michaelitin ihrer Begleiterin zu. Du wolltest, dass ich mit deinen Leuten rede, also gehen wir hinein. Als sich die Tür öffnete und ein Engel vom Orden der Michaeliten den Schlafsaal betrat, sprangen die Beutereiter automatisch auf. Sie alle waren mehr oder weniger bekleidet. Einige hatten bereits geschlafen, doch nun nahmen sie eine ehrerbietige Haltung an, wie es sich gehörte. Nur Wittgenstein hatte verstohlen zuerst nach der Waffe unter seinem Kopfkissen getastet. Ariel lächelte, machte einige Schritte in den Raum und gab Irene so Gelegenheit, ebenfalls einzutreten und die Tür hinter ihnen zu schließen. Der Herr sei mit euch, begann sie und fügte hastig, um die Anwesenden zu beruhigen, an: Irene und meine Schar, wir sind alte Bekannte. Als sie uns bat, mit euch zu sprechen, war ich nur zu gerne bereit dazu. Meine Schargeschwister sind nicht mitgekommen, weil eine ganze Engelsschar hier im Gästetrakt bestimmt aufgefallen wäre. Also, worüber wolltet ihr sprechen? Zunächst waren die Zungen aller Anwesenden von Ehrfurcht gelähmt. Aber dann fasste sich Eliphas ein Herz und sagte: Ehrwürdiger Engel, du musst wissen, dass wir eigentlich gar nicht hier sein sollten. Er verstummte und suchte nach Worten. Das hat Irene schon angedeutet, nickte die kleine Michaelitin ernst. Ihr seid nicht auf einer Mission nach Roma Aeterna gekommen. Nein, pflichtete der Kompteur ihr nickend bei. Es war die Sorge um Hiob, die uns hierher getrieben hat. Was macht euch Sorgen? Er ist ein guter Mann, Engel. Er ist rastlos und verunsichert, und manchmal reagierte er etwas seltsam. Eliphas rang erneut nach Formulierungen, dann fuhr er fort. Ich vermute, er ringt mit seinem Glauben. Er ist zu einem Zweifler geworden, aber der Herr legt uns allen von Zeit zu Zeit Prüfungen auf, um uns zu testen und unseren Glauben zu stärken, schob er hastig nach. Ein außergewöhnlich wortgewandter Kompteur, dachte Ariel. Er würde sich sicherlich gut mit Maloriel verstehen. Laut sagte sie: All das kann ich bestätigen. Es deckt sich mit dem, was ich auf unserer gemeinsamen Reise von Hiob gesehen hatte. Aber was ist daran so besorgniserregend? Nun, ihr solltet ihn in den Vatikan bringen, ehrwürdiger Engel. Das Konsistorium will über ihn richten. Wir, also vor allem Irene, fürchtet, dass er da in etwas hineingeraten ist, das größer ist als er. Dass es bei allem dem eigentlich gar nicht um ihn geht. Dass sie ein Exempel an ihm statuieren wollen,
ihm einen Schauprozess machen, warf Wittgenstein ein und erhob sich von seinem Bett. Er hatte vollständig angezogen geschlafen und war kaum mehr als ein schwarzer Schatten von vielen im rückwärtigen Bereich des Raumes. Ariel warf ihm einen neugierigen Blick zu. Noch ein ungewöhnliches Exemplar von einem Beutereiter, dachte sie. Diese Rotte ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ein Schauprozess? Guter Mann, wir reden vom höchsten Gremium der angelitischen Kirche. Die Kardinäle des Konsistoriums sind weise und gerecht. Doch während sie das sagte, machten sich vor ihrem geistigen Auge Bilder von schwer bewaffneten Templern breit, die sich als Truppen eben dieses Konsistoriums zu erkennen gaben und einen Engel, einen Boten des Herrn, auf offener Straße brutal zu Boden schlugen und fortschleiften. Wittgensteins verächtliches Schnauben rief sie in die Realität zurück. Sie sah ihn böse an, sagte aber etwas gedrückt. Da ist noch etwas, das ihr wissen solltet. Wir haben ihn nicht im Vatikan abgeliefert, Kompteur. Ein Trupp Templer hat ihn am Stadttor übernommen. Die Michaelitin holte tief Luft. Sie sind nicht eben sanft mit ihm umgegangen. Ariel hörte, wie Irene scharf die Luft einsog. Eliphas hingegen sagte nüchtern, das bestätigt nur unsere Befürchtungen. Was können wir tun? Ihr könnt gar nichts für ihn tun, Kompteur. Ihr seid, verzeiht meine Offenheit, nur Beutereiter und zudem fremd hier. Man würde euch jede Tür vor der Nase zuschlagen, wenn ihr euch nach ihm erkundigt. Sie hielt inne. Aber ich bin ein Engel des Herrn. Mir wird man Antworten nicht vorenthalten. Wirst du uns auf dem Laufenden halten? Fragte Irene verzagt. Nach Kräften, versprach Ariel. Wo erreiche ich euch? Wir werden hierbleiben, solange ich es verantworten kann, antwortete der Kompteur an Irenes Statt. Aber wenn man beginnt, Verdacht zu schöpfen, dass etwas an unserer Geschichte faul sein könnte, werden wir in ein Wirtshaus in der Südstadt umziehen. Es heißt Davera und viele Beutereiter verkehren dort. Wir werden euch eine Nachricht zukommen lassen, nickte Ariel. Und was ist, wenn man versucht, euch an euren Nachforschungen zu hindern? Fragte Wittgenstein. Das werden sie nicht wagen, konterte Ariel. Dann schritt sie hoch erhobenen Hauptes aus dem Schlafsaal. Den Winterwind in den Haaren flog Ariels Schar am nächsten Morgen nordwärts die Küste entlang. Diesmal nicht im Diamant, sondern in Keilformation. Daniel bildete mit einigen Abstand die Vorhut, links und rechts versetzt hinter ihm flogen Ariel und Adoniel. Und noch weiter hinten und außen zogen mit gleichmäßigem Flügelschlag Rahel und Maloriel dahin, die beide beständig aufpassen mussten, nicht zurückzufallen. 8 Mal hatte die Glocken des Petersdoms geschlagen, als sie von einer der zahllosen kleinen Flugplattformen des Michaelishimmels gestartet waren, in der Absicht, weissagungsgemäß den ramelitischen Monarchen Wenzel von Prag abzuholen. Daniel schoss dahin und genoss es, um vom Wind umspielt zu werden und seine Schargeschwister in seinem Rücken zu wissen. Ein vertrautes Gefühl, das ihm auf dem Weg von Prag hierher mehr gefehlt hatte als alles andere. Auch die anderen schwelgten in dem Gefühl, wieder einmal am Firmament zu reisen, wie es sich für Engel geziemte. Rahel selbst, die das Fliegen nicht zu ihren Stärken zählte, war die Freude darüber deutlich anzumerken. Ariel nutzte die Zeit, um ihre Schar, die letzte Nacht bei ihrer Rückkehr in die prunkvoll ausgemalte Gästezeller bereits geruht oder meditiert hatte, mental in groben Zügen über ihr Gespräch mit Eliphas Rotte zu informieren. Dabei vergaß sie auch nicht daran zu erinnern, dass Irene maßgeblich zu Maloriels rascher Genesung beigetragen hatte, und ließ durchblicken, dass sie der Absicht war, die Schar sei zwar nicht den Beutereitern, wohl aber der hilfsbereiten Raphaelsländerin etwas schuldig. Maloriel vertrat dieselbe Ansicht, doch ehe die im Geiste geführte Unterhaltung zu irgendwelchen konkreten Ergebnissen oder gar Plänen führen konnte, wurde unter ihnen das Ziel ihrer Mission sichtbar. Die Raststation bestand aus 2 über Eck auseinandergebauten großen flachen Gebäuden, hinter denen noch ein kleiner Stall und einige weitere Wirtschaftsgebäude lagen. Das erste, was Daniel ins Auge fiel, als er tiefer ging und die Herberge näher in Augenschein nahm, war die ungeheure Betriebsamkeit des Vorplatzes.
Hier schienen Festvorbereitungen irgendeiner Art vor sich zu gehen, in einem frühen Stadium. Menschen trugen trotz der kühlen Witterung Tische und Bänke heraus, füllten Metalltonnen mit Reisig, Kleinholz und anderem Brennmaterial und spalteten über einer an der Front des Hauses befestigten Holzgestell eine große Plane auf, die Wind und Regen abhalten und offenbar später am Tage eine größere Anzahl Festgästen als Dach dienen sollte. Als die Engelschar auf dem Vorplatz landete, war das Staunen groß. Zwar war dicht bei Roma Aeterna der Anblick der geflügelten Himmelsboten weniger ungewöhnlich als etwa in einem entlegenen Bergdorf in den Alpen, doch zumindest bestrengten sich solche Begegnungen auf Sichtungen aus weiter Ferne. Obwohl sie es nicht an der geziemenden Ehrfurcht fehlen ließen, mischte sich in das Staunen und die Freude der Leute keine Angst. Zwar ließ eine Küchenmagd mit einem spitzen Schrei im ersten Schreck den Arm voll Brennholz fallen, den sie gerade zu einer Tonne tragen wollte, als Daniel ziemlich unvermittelt neben ihr landete, doch als der Aurelit sich bückte, um ihr beim Aufsammeln zu helfen, errötete sie tief, strahlte aber dennoch übers ganze Gesicht. Die Kunde von der Ankunft der Schar, die gar nicht dazu kam, ihr Anliegen vorzutragen, weil sofort viele Bewohner des weitläufigen Anwesens, Reisende und Bedienstete gleichermaßen zusammenliefen, um sie zu begrüßen, verbreitete sich in der Raststation wie ein Lauffeuer. Während Ariel und die anderen noch von Kindern umlagert waren, die sie halbherzig abwehrten, letztendlich aber doch gewähren ließen, wenn sie halb scheu, halb frech versuchten, das Gewand oder gar das Gefieder der Engel zu berühren, trat ein ziemlich verschlafen aussehender dürrer Mann mit wirrem langem Haar in ramelitischer Tracht aus dem Haupthaus und schritt ihnen entgegen. Er mochte an die 50 Jahre zählen, und obgleich dies die erste Begegnung der Schar mit ihm war, fanden alle fünf Engel, selbst Maloriel, der demselben Orden angehörte wie er, den Kleriker auf Anhieb unsympathisch. Alles an dem Mann strahlte überzogenes Selbstbewusstsein und intellektuellen Hochmut aus. Mochte er auch noch so sehr ein Meister des Lesens und Schreibens sein und einen Hort uralten Wissens, nichts davon berechtigte ihn, sich so nah an die Sünde des Hochmuts heranzuwagen und es auch noch mit seiner Miene offen vor sich herzutragen. Er trat vor die Schar hin, verschränkte die schmalen, schmächtigen Arme vor der Brust und nahm sich die Zeit, die fünf Engel eingehend zu mustern. Dann sagte er näselnd und in salbungsvollem Tonfall: »Der Herr mit euch, Engel. Mein Name ist Wenzel von Prag. Emissär des Himmels, der Bewahrer des Wissens, eben der auf dem Weg zu seiner Heiligkeit Pontifex Maximus Petrus Secundus auf Geheiß desselben. Ihr müsst meine Eskorte sein.« Einen Augenblick lang waren die Engel sprachlos. Dann erwiderte Ariel die traditionelle Grußformel: »Der Herr mit dir, Wenzel von Prag. Ich bin Ariel von den Michaeliten und dies ist meine Schar.« Die kleine Michaelitin konnte sich eine kleine, präsentierende Geste in Richtung der anderen nicht verkneifen. »Wohlan«, nickte Wenzel zufrieden. »Nun, ich bin noch nicht ganz reisefertig. Heute feiert der Patron dieser Raststation seinen 50. Geburtstag, müsst ihr wissen. Da ich gestern Abend schon hier eintraf und mir viele der Festgäste und einige fahrende Spielleute, die die Feier heute mit ihrer Kunst verschönern möchten, haben wir am gestrigen Abend sein Wiegenfest schon ein wenig eingetrunken.« Er lächelte verständniserheischend, wobei die Engel sich des Eindrucks nicht erwehren konnten, dass es ihm vollkommen egal war, was sie von seiner kleinen Ausschweifung hielten. Fuhr sich mit seiner Hand vergeblich durch das schütternde, verfilzte Haar und fuhr fort: »Deshalb habe ich heute auch länger geschlafen, als ich sonst es zu tun pflege. Und das wiederum ist der Grund, warum ich mein Morgenmahl noch nicht beendet habe.« Adoniel verzog missbilligend das Gesicht. Wenzel aber fuhr ungerührt fort: »Das würde ich gerne noch tun, zumal der Wirt zur Feier des Tages einen ganz außerordentlichen Schinken kredenzt hat. Möget ihr auch etwas?«
Ariel spürte, dass ihr Gabrielit, der dicht neben ihr stand, eine bissige Bemerkung auf den Lippen hatte und sagte deshalb rasch: »Nein, danke, Bruder Wenzel. Wir haben bereits vor einiger Zeit gegessen. Aber wir werden dich hineinbegleiten.« Und so machten sich die fünf Engel und der ramelitische Monarch auf den Weg in die Gaststube. Rahel und Maloriel bildeten die Nachhut. Die kleine Raphaelitin flüsterte ihrem hochgewachsenen Scharbruder zu: »Nichts für ungut, Maloriel, aber für diesen aufgeblasenen, eitleren Kerl sind wir hierher geflogen?« »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen«, flüsterte Maloriel zurück und beugte sich dabei seitlich zu Rahel hinunter, damit auch wirklich niemand sie belauschen konnte. »Ich mag ihn genauso wenig wie du. Außerdem finde ich nach wie vor, dass Ariel recht hat. Wir haben sowohl Irene als auch Hiob gegenüber eine Verpflichtung.« Nach einer kurzen Pause setzte er hinzu: »Ich habe vielleicht am meisten.« »Ja«, pflichtete Rahel, die seines kurzen Zögerns nicht bemerkt hatte, ihm bei, und vernachlässigen wir gerade.« Dann mussten sie ihr kurzes Gespräch unterbrechen, denn sie betraten die Schankstube des Rasthauses, die mindestens ebenso betriebsam war wie der Vorplatz. Zahlreiche Gäste, die wahrscheinlich wie Wenzel am Vorabend mit dem Wirt getrunken hatten, saßen einzeln oder in Gruppen bei einem späten Morgenmahl. Personal eilte umher, um sie zu bedienen oder weitere Vorbereitungen für das Fest zu treffen. In einem gewaltigen, aus Feldsteinen gemauerten Kamin mit Sims und schmiedeeiserner Zierkrone flackerte munter ein offenes Feuer, das die große Stube mit wohliger Wärme erfüllte. Das Geburtstagskind selbst war nirgends zu sehen. Beim Eintreten der Engel kam die allgemeine Betriebsamkeit zum Erliegen. Maloriel sprang für Ariel ein, der das langsam peinlich wurde, und sagte ein paar freundliche, verbindliche Worte, worauf sich alle wieder in ihren Tellern zuwandten. Die Schar nahm an einem langen Tisch in einem Winkel neben dem Kamin Platz, den Wenzel offensichtlich bis zu ihrem Eintreffen allein in Beschlag genommen hatte. Auf großen, lackierten Holztabletts hatte man ihm Speisen aller Art, darunter den erwärmten, in hauchdünne Scheiben geschnittenen Räucherschinken hingestellt, aber auch der allgegenwärtige Reis und das gedünstete Gemüse fehlten nicht. Mit großem Appetit nahm der Monarch das Mahl wieder auf, ohne die Engel eines weiteren Blickes zu würdigen. »Was für ein unhöflicher Geselle«, dachte Maloriel, »nicht gerade eine Zierde für unseren Orden. Außerdem scheint sein geringer Leibesumfang in keinem Zusammenhang mit seinen Essgewohnheiten zu stehen.« Es wurde dem silberhaarigen Rameliten rasch langweilig, Wenzel von Prag beim Essen zuzusehen, und so ließ er, stets erpicht auf neue Eindrücke, den Blick durch die Gaststube schweifen. Im gleichen Moment, in dem er den Blick vom Tisch hob, hatte er das deutliche Gefühl, dass ihn jemand musterte. Er ging dem Eindruck nach und sein Blick kreuzte den einer jungen Frau, die an einem Tisch schräg gegenüber dem ihren saß. Sie mochte Ende 20 sein, hatte langes, honigfarbenes Haar und trug hellbraune Reisekleidung an. An der von vor allem die hohen, gut gepflegten, mit zahlreichen Lederbändern umwickelten Reisestiefeln auffiel. Die junge Frau schien nicht arm zu sein, denn Ringe schmückten zahlreiche ihrer langen, schlanken Finger, die flach vor ihr auf dem Tisch lagen. An zwei Ringen funkelten im Feuerschein des Kamins dunkelrote Steine. Die junge Frau, die Maloriel außergewöhnlich hübsch fand, hatte lediglich eine irdene braune Teekanne auf einem eisernen Teewärmer, eine flache Schale mit Honig und einen Becher mit hölzernem Rührwürfel vor sich stehen. Neben ihr auf der Bank lehnte eine alt aussehende Laute, und zu ihren Füßen lag auf dem Boden das zugehörige weiche Lederfutteral. Sie sah Maloriel unverwandt, aber mit einem Lächeln an. Die ganze Zeit hielt sie seinem Blick stand, der, wie der Ramelit bemerkte, schon ungehörig lange gedauert hatte. Rasch unterbrach er den Blickkontakt und warf seiner Schar einen verstohlenen Seitenblick zu, um festzustellen, ob jemand sein Starren bemerkt hatte. Das schien jedoch nicht der Fall zu sein. Wenzel war noch immer mit der Nahrungsaufnahme vertieft,
Rahel und Ariel saßen dicht nebeneinander und sahen einander unverwandt in die Augen, was darauf schließen ließ, dass die beiden auf geistigem Wege miteinander kommunizierten. Daniel lehnte neben dem Tisch an seinem Stützbalken und beobachtete das Treiben auf dem Vorplatz. So blieb nur Adoniel, der aber starrte mit leicht geöffnetem Mund ebenso wie Maloriel noch vor Sekunden zu dem hübschen Mädchen hinüber. Das zu sehen versetzte Maloriel aus ihm unerklärlichen Gründen einen Stich. Ausnahmsweise verkniff er sich aber eine spöttische Bemerkung, weil er das Gefühl hatte, es könnte ihm an dieser Stelle mehr schaden als nützen. Erstaunt stellte der Ramelit fest, dass er sich insgeheim wünschte, das honigblonde Geschöpf am Nebentisch möge aufstehen und sich zu ihnen gesellen. Aber dazu machte die junge Frau keinerlei Anstalten. Sie nahm vielmehr ihre Laute zur Hand, deren Hals mit zahlreichen bunten Bändern geschmückt war, und stimmte sie umständlich, wobei sie immer wieder einzelne Töne vor sich hinsummte. Nach einer ganzen Weile nahm sie das Instrument hoch, schlug beherzt mit einem volltönenden Akkord und begann mit glockenklarer Stimme zu singen.